Hey Lieben und ganz herzlich willkommen zurück auf dem Catrice YouTube-Kanal. Ich bin Adriana vom YouTube-Kanal Painpot, falls ihr mich noch nicht kennt. Ich bin heute zum dritten Mal hier, was mich sehr, sehr freut. Und ich teste heute die veganen Catrice-Produkte, die dem internationalen Clean Beauty-Standard entsprechen. 90% aller Beauty-Produkte von Catrice sind bereits vegan und Catrice arbeitet wirklich stetig daran, diesen Prozentsatz zu erhöhen. Was jetzt speziell den Clean Beauty-Bereich angeht, steht Catrice noch ein kleines bisschen am Anfang, denn im Moment sind so rund 40% des Sortiments wirklich diesem Standard entsprechend. Die Produkte erkennt ihr auch immer sofort, also wenn ihr euch zum Beispiel in der Theke von Catrice umschaut, die sind immer gekennzeichnet mit Clean ID. Also konkret bedeutet das, dass die Produkte komplett vegan sind, dass sie tierversuchsfrei sind natürlich und dass die Inkylist wirklich sehr, sehr kurz ist und dass konkret auf folgende Inhaltsstoffe verzichtet wird. Und das sind PEGs, Parabene, Mikroplastikpartikel und Silikone. Also wenn ihr euch mal nicht ganz sicher seid, in welche Kategorie ein Catrice-Produkt fällt, könnt ihr einfach immer schauen, was draufsteht. Entweder es ist ein Clean ID-Produkt oder auch hier zum Beispiel bei diesem Blush ist vegan und mikroplastikfrei. Also die Produkte sind immer gekennzeichnet. Ihr müsst einfach nur drauf schauen. Ich finde es wirklich super, dass Catrice immer mehr in die Clean Beauty-Richtung geht und dahin arbeitet und ich war sehr, sehr gespannt, die Produkte zu testen, besonders die Clean ID-Reihe, weil mit der war ich noch gar nicht so in Berührung gekommen und wie die Produkte performen, seht ihr jetzt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Tutorial. So, meine Hautpflege habe ich bereits aufgetragen und ich habe jetzt hier zwei Primer, um meine Haut vorzubereiten von Clean ID. Einmal den Pore Minimizer Primer und den Insta Bright Serum Primer. Das sind die beiden und ich denke, ich werde die beiden tatsächlich mischen, einfach weil ich gerne eine strahlende Haut hätte und minimierte Poren. Und Primer kann man auch wunderbar untereinander mischen, finde ich, solange man sie nicht unbedingt an den gleichen Stellen aufträgt. So, das ist jetzt der Brightening Primer und der hat sehr viel Glow und Strahlkraft. Ich bin sehr gespannt. Und diesen Primer fokussiere ich jetzt hauptsächlich hier an den äußeren Stellen meines Gesichts. Also die T-Zone lasse ich frei, da will ich den Pore Minimizing Primer auftragen, einfach weil ich vergrößerte Poren habe, ein bisschen ölige Haut. Und deswegen ist der dafür sehr gut, aber oh wow, der gibt richtig viel Glow, richtig schön. Und dann der Pore Minimizer Primer, der sieht so aus. Den trage ich jetzt da auf, wo meine Poren tatsächlich einfach groß sind. Neben der Nase sind sie bei mir im allergrößten. Auf der Nase, in der Mitte der Stirn, am Kinn. Ist natürlich ein silikonfreier Primer und in den meisten pornauffüllenden Primern ist Silikon drin. Und ich finde aber, dass der trotzdem sehr schön die Poren verfeinert, obwohl der ohne Silikon auskommt. Das ist natürlich super. Es gibt eine Clean ID Foundation von Catrice und das ist die High Cover Luminous Matte Foundation. So sieht die aus. Und hier gibt es allerdings noch nicht ganz so viele Farben, weil Catrice eben noch dabei ist, das Ganze zu entwickeln. Es sind ja bisher, wie gesagt, 40% der Produkte entsprechen diesen Clean Beauty Standards. Und deswegen sind sie noch dabei. Es wird noch mehr Farben geben, aber im Moment gibt es eben noch nicht ganz so viele. Und die ich bekommen habe, passen leider für mich farblich nicht ganz so gut, weil ich relativ braun geworden bin jetzt im Sommer. Und deswegen werde ich die True Skin Foundation nehmen. Hier nehme ich die Farbe 046 Neutral Toffee und die ist vegan, tierversuchsfrei, mikroplastikfrei, alkoholfrei. Also auch die ist von den Inhaltsstoffen sehr gut hautverträglich. Allerdings eben entspricht sie noch nicht zu 100% den Clean Beauty Standards. So sieht die Farbe aus und wenn ihr meine letzten Videos hier auf dem Kanal geschaut habt, wisst ihr, wie sehr ich diese Foundation liebe und wie unfassbar gut ich sie finde. Sie ist, hat eine super schöne Deckkraft, perfektioniert die Haut, ohne irgendwie schwer zu sein und ja, sie verschmilzt unheimlich schön mit der Haut. Sie ist leicht und natürlich und trotzdem hat man wirklich ein perfektes Hautbild danach. Also alles, was man will eigentlich, kann diese Foundation. Und man hat wirklich so schnell ein wunderbares Ergebnis. Ich habe jetzt erstmal nur eine Hälfte vom Gesicht gemacht. Oh, das sieht gleich ganz anders aus. Und ich finde auch, dass die Foundation sehr, sehr gut auf den beiden Primern sitzt. So, um jetzt meine Augenschatten abzudecken, nehme ich den Clean ID High Cover Concealer. Hier habe ich verschiedene Farben. So sieht er aus. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf den. Ich liebe ja den True Skin Concealer total und bin wirklich gespannt, wie der jetzt ist. Ich nehme die Farbe Light Almond 004 und die Farbe 025 Warm Peach. Ich liebe peachfarbene Concealer, weil ich einfach finde, dass die Augenschatten unheimlich schön ausgleichen, also bläuliche Augenschatten. Und deswegen, oh ja, sieht farblich genau nach meinem Beuteschema aus. sehr schön flüssig ist er erstmal, also sehr leicht. Ich würde sagen, definitiv ein bisschen leichter von der Konsistenz als jetzt der True Skin Concealer. Aber sehr, sehr gute Deckkraft auch. Und ich arbeite Concealer am liebsten immer mit dem Finger ein, einfach mit der Wärme der Haut. Finde ich, verschmilzt es immer unheimlich schön. Super Deckkraft, wie ihr seht, also der Vergleich, ganz klar. Und ich finde, er fühlt sich auch sehr feuchtigkeitsspendend an, also richtig schön angenehm unterm Auge. Nicht zu pudrig.
Sehr, sehr schön. Für auf dem Auge nehme ich jetzt mal die andere Farbe, Light Almond. Damit prime ich das Augenlid sozusagen, also decke alle Rötungen und blaue Äderchen ab, hell es schön auf, damit der Lidschatten wirklich gut rauskommt danach. Und Light Almond nehme ich auch hier, um meinen Nasenrücken ein bisschen zu highlighten, das Kinn und unter den Wangenknochen. So, dann wird es Zeit für ein bisschen Puder. Und hier nehme ich das Clean ID Mineral Matte Face Powder in der Farbe 025 Warm Peach. Hat eine sehr interessante Verpackung. So sieht die Farbe aus und ist ein gepresstes Puder. Fühlt sich sehr, sehr weich und fein an. Was mir sehr, sehr gut gefällt, ist, dass es mattiert und auch wirklich nochmal ein bisschen Farbe gibt, ohne irgendwie zu cakey auszusehen. Ich finde, es gibt Puder, das macht die Haut sehr, sehr stumpf schnell. Und sieht sehr trocken aus, aber das hier verbindet sich sehr, sehr schön mit der Haut. Und ich habe das Gefühl, ich kann auch viel davon auftragen, ohne dass es zu viel wird. Sieht sehr, sehr natürlich aus. Und die Strahlkraft der Haut wird trotzdem nicht weggenommen. So, um meinem Gesicht jetzt wieder mehr Form und Kontur zu geben, nehme ich einmal den Clean ID Mineral Bronzer mit 84% natürlichen Inhaltsstoffen. Der hat sogar SPF 15. So sieht er aus. Sehr, sehr schöne Farbe. Hier nochmal geswatcht, ein sehr natürlicher Ton, mag ich mal sehr, nicht zu rötlich, nicht zu aschig. Also ich finde, das muss immer gut in der Mitte sein tatsächlich bei einem Bronzer. Auf jeden Fall wirklich eine tolle Farbe und ich mag auch von der Pigmentierung her, dass man sieht direkt was, aber es ist irgendwie nicht zu stark, nicht zu viel, sodass man aufpassen muss, dass es fleckig wird oder so, sondern man kann es richtig schön entspannt aufbauen, sage ich mal, und gut dosieren. Das finde ich immer sehr, sehr wichtig bei Bronzer. Und die Farbe ist wirklich super schön natürlich. Ich gehe auch ein kleines bisschen hier schon mal über meine Augenlider. Ich finde es immer schön, wenn der Bronzer sich eben auch in den Augen, also im Augen-Make-up wiederfindet. Das sieht immer sehr harmonisch aus, also dieselbe Farbe, die auch im Gesicht ist. Um jetzt tatsächlich noch zu konturieren, nehme ich die Three Steps to Contour Palette. Die sieht so aus. Man hat eine Highlighter-Farbe, eine Bronzing-Farbe und eine Konturfarbe. Die ist schön kühl und aschig. Und damit gehe ich jetzt nochmal hier unter meine Wangenknochen. Und verblende die Konturfarbe auch mit dem Bronzer, den ich eben aufgetragen habe. Dann gehe ich auch am Nasenrücken entlang. Hier nehme ich einen etwas kleineren Pinsel. Und schattiere den ein kleines bisschen. Dann trage ich Blush auf und auf den freue ich mich richtig doll. Als ich den gesehen habe, war ich so, oh Mann, geile Farbe. Und zwar ist das dieser hier. Mega, mega schön. Das ist der Cheek Lover Oil Infused Blush. Und das ist die Farbe Blooming Hibiscus. Der ist so richtig schön peachy mit Goldpartikeln drin. Und ach, super, super schöne Farbe. Ich glaube, wenn ich den auftrage, brauche ich keinen Highlighter mehr. So schimmrig wie der ist. Ich finde, der passt auch perfekt jetzt in meinem Oberteil. Ich weiß, man sieht nur die Träger, aber die... In der gleichen Farbe ist auch der Rest und ich finde, das passt sehr, sehr schön. Also wenn das nicht der perfekte Sommerblush ist, dann weiß ich auch nicht. Sieht so richtig nach warmen Sommernächten sieht er aus. So, um jetzt meine Augenbrauen zu formen, nehme ich die Clean ID Pure Eyebrow Pencil. Hier habe ich vier verschiedene Farben. Ich swatche die euch gerade einmal, damit wir uns gemeinsam den Unterschied angucken können. Ich weiß nämlich auch noch nicht, welche ich nehmen soll. Die haben hier auf der einen Seite einen Spoolie und sind so richtige Stifte zum Anspitzen. So, das sind die Farben und mit der hellsten angefangen ist Blond, dann Ash Brown, Light Brown und Warm Brown. Ich denke, ich werde zwei mischen ein bisschen. Einfach mal probieren. Ich habe hier Ash Brown und Warm Brown. Ash Brown nehme ich, glaube ich, eher mal für vorne und Warm Brown für hinten und wir schauen mal. So, hier fülle ich jetzt einfach erstmal ein bisschen vorne meine Lücken auf. Tatsächlich sehr schön cremig der Stift, was ich jetzt gar nicht so erwartet hätte von so einem zum Anspitzen. Ich finde, die sind oft relativ trocken. Und jetzt für den hinteren Teil nehme ich Warm Brown. Man muss natürlich nicht zwei verschiedene Farben nutzen, aber man kann dadurch ein sehr natürliches Ergebnis bekommen. Weil es ja oft so ist, dass gerade der Anfang der Brauen ein kleines bisschen heller ist, beziehungsweise die Haare da nicht so dicht sind. Und dadurch kriegt man wirklich ein schön natürliches Ergebnis hin, weil man das dadurch noch unterstützt. Ich finde tatsächlich die Farbkombi sehr, sehr schön aus diesen beiden Farben. Sieht sehr natürlich aus. Und ich komme damit auch super klar. Ich kann schön damit malen. So, auf das nächste Produkt bin ich sehr, sehr gespannt, weil da habe ich schon super viel drüber gehört, habe es aber noch nie ausprobiert. Und das ist hier der Browfix Soap Stylist
für die Soap Brows, die wir alle haben wollen. Hier sollen wir mit einem angefeuchteten Spoolie reingehen. Ich nehme hier das Clean ID Prime and Fix Spray dafür und mache den hier ein kleines bisschen nass und gehe hier rein. Oh, das sieht schon mal sehr gut aus. Das sieht sehr nach Soap Brows aus. I love it. Ich bin ja ein riesen Fan von diesem Look. Je fluffiger und buschiger, umso besser. Und es geht damit wirklich, wirklich super gut. Ich kämme die immer erstmal wirklich komplett hoch, dass die so richtig texturiert aussehen. Lass es kurz antrocknen und dann kämme ich nochmal so ein bisschen das Ganze in Form, also gerade hier am Bogen. So, ich will jetzt, dass es vorne auf jeden Fall so bleibt, weil das gefällt mir super gut. Ich gehe jetzt hier nur am Bogen, einfach mit meinem Augenbrauenstift, dem Spoolie so leicht, lege ich die Haare hier wieder ein bisschen in die Form rein. Weil so gefällt es mir super, super gut, so kann es bleiben. Ich muss sagen, ich liebe die Augenbrauen so, also der Browfix hier kann echt was, hat nicht umsonst so einen guten Ruf, mega, richtig, richtig schön. So, dann kommen wir zu den Augen. Und hier habe ich jetzt tatsächlich sehr viel zur Auswahl und es fällt mir schwer, mich zu entscheiden. Und zwar habe ich einmal hier zwei Clean ID Mineral Eyeshadow Paletten in zwei verschiedenen Farbmustern. Wir haben einmal Medium und einmal Light. Das sind die beiden Paletten. Das hier ist die Light-Palette, relativ kühle Farben tatsächlich. Das ist eine Mischung aus matten Tönen, Schimmerfarben und metallischen Farben. Und das hier ist Medium. Und außerdem habe ich hier noch die Earth-Palette, The Epic Earth, Inspired by Nature 010. Auch die ist super schön, sehr schön neutrale Farben. Auch hier eine Mischung aus Matt- und Schimmertönen. Ich starte mit der Clean ID Palette in Medium und nehme jetzt hier diesen Braunton als Übergangsfarbe. Und den blende ich jetzt erstmal hier in meine Lidfalte rein. Sehr schön pigmentiert, sofort da die Farbe. Lässt sich schön ausblenden. Ist ein sehr schön neutrales Braun, ist fast so ein bisschen kühl vom Unterton, was als Übergangsfarbe einfach ideal ist, wenn es nicht zu sehr in irgendeine Richtung geht. Ich switche so ein bisschen hin und her zwischen den Paletten, einfach damit ich mehr testen kann. Und nehme jetzt hier die Earth-Palette und dieses warme Braun hier. Und einen etwas kleineren Blendpinsel und damit vertiefe ich jetzt meine Schattierung hier am Außenwinkel. Und die ist sehr pigmentiert. Wow. Jetzt wechsle ich wieder zu meinem großen Blendpinsel vom Anfang und blende das alles schön zusammen. Und ich gehe jetzt einfach auch mit den Resten vom Pinsel noch hier am unteren Wimpernkranz entlang. Also, dass das Auge einmal eingerahmt ist von außen. So, dann gehe ich wieder zurück zu der Clean ID Medium Palette. Und hier nehme ich jetzt, ich glaube, ich mische so ein bisschen die beiden hellsten Farben. So ein ganz, ganz heller Highlighter-Ton. Und oh, ihr seht, wie gut die pigmentiert sind, wirklich. Und ein richtig schöner Champagner-Ton. Und die beiden mische ich ein bisschen zusammen und trage die im Innenwinkel auf. Super schönes Highlight. Super pigmentiert wirklich. Und ich highlighte damit auch unter der Augenbraue. Und last but not least nehme ich aus der Clean ID Medium Palette diesen Ton hier. Der hat es mir sehr angetan. Ist so ein richtig, richtig schöner Kupferton. Und den tupfe ich jetzt einfach mit meinem Finger auf die Mitte vom beweglichen Lid. Und ich gehe nochmal mit meinem kleinen Blendpinsel über alles drüber, damit alle Farben schön ineinander laufen. Also die sind wirklich so gut pigmentiert, die Farben. Wahnsinn. Man geht einmal rein, trägt es auf und fertig. Also die Deckkraft ist sofort da. Bin wirklich sehr, sehr beeindruckt bisher von den Sachen, muss ich wirklich sagen. Also es gefällt mir so, so gut, was ich hier bisher gemacht habe. Und als nächstes ziehe ich mir einen Eyeliner. Und hier nehme ich den 24 Stunden Brush Liner mit Kokosnusswasser. Das ist ein Liquid Liner. Einer sehr, sehr feinen Spitze. Puh, der Struggle immer mit dem Eyeliner. Gerade Liquid Eyeliner, finde ich, ist relativ schwierig, aber ging sehr, sehr gut mit dem. Den gibt es übrigens auch noch in Waterproof, also in der wasserfesten Version. So, Mascara. Hier haben wir die Clean ID Volume and Definition Mascara. Auf die bin ich auch sehr, sehr gespannt. Vor allem auf das Bürstchen. So sieht er aus. Ich finde, er funktioniert erstaunlich gut dafür, dass es nicht mein persönlicher Favorite ist, so eine Bürste. Mir sind diese Silikonbürsten lieber, diese mit den feinen Noppen. Zum Beispiel von der Lift Up Mascara, das ist mein absoluter Favorite. Aber
Dafür sieht es schon wirklich sehr, sehr schön aus. Trennt die Wimpern schön, gibt Länge und Volumen. Ich muss sagen, was mir an der sehr, sehr gut gefällt, ist, dass man sie gefühlt wirklich unendlich schichten kann. Also ich bin wirklich oft drüber gegangen, sie verklebt wirklich gar nicht. Also es sieht schon sehr definiert, sehr aufgefächert aus. Und ich bin wirklich super happy mit meinem Look bisher. Und jetzt fehlt nur noch die passende Lippe dazu. Und hier habe ich einen ganzen Haufen wunderschöner Lippenstifte. Sehr, sehr viele. Das sind all die Clean ID Silk Intense Lipsticks. Und das sind alles super, super schöne, cremige Farben. Und ich würde sagen, ich swatche sie euch einmal. So, damit ihr auch nochmal hier das Packaging seht. So sehen die aus. Und wir haben folgende Farben. Ich fange von unten an. Hier haben wir Light Summer 040. Dann haben wir Nude Blush 030. Perfectly Nude 020. Mocha Delight 010. Lips Don't Lie 060. Und Wild Cherry 050. Ich glaube, ich nehme Mocha Delight 010. Der, glaube ich, passt am besten zu meinem Look. Ich probiere es einfach mal. Zur Not mische ich ein bisschen. Und ich glaube, ich mische noch ein kleines bisschen Lips Don't Lie dazu. Noch ein kleines bisschen mehr Farbintensität. So, ich hoffe wirklich sehr, dieses Video hat euch gefallen und vor allem euch einen guten Einblick gegeben, besonders in die Clean ID Produktreihe von Catrice. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon einen Favorite habt aus dieser Reihe. Also was ist euer Favorite Clean ID Produkt von Catrice? Würde mich sehr interessieren. Schreibt mir das gerne hier unten in die Kommentare rein. Und außerdem findet ihr natürlich alle Produkte verlinkt in der Videobeschreibung. Vergesst nicht, diesen Kanal hier zu abonnieren. Gebt dem Video einen dicken, fetten Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.